was bisher geschah. Und das zweite Mal immer noch zu jung? Leanne ist gestorben, bei einem Autounfall auf dem Rückweg vom Einkaufen. Das tut mir leid. Alles wird gut. Sie benutzt dich bloß. Meinst du wirklich? Mann, sie will einfach nur alles. Kelani, Geld, Macht, den Status. Halt dich bitte raus, Alex. Aber im Lokal haben sie gesagt, wenn man Black Angus mit Herefords kreuzt, gibt das Black Baldies. Das ist richtig. Und Baldies bringen immer Höchstpreise. Ja, und Angus sind zurzeit billig. Dann machst du schon im ersten Jahr Gewinn. Das sollten wir uns tatsächlich überlegen. Ich recherchiere das. Mach eine Kostenberechnung, einen Geschäftsplan. Und wo kriegen wir den Hereford-Bullen her? Harry hat einen. Gut. Worauf warten wir noch? Eine gute Idee. Der Plan hat Hand und Fuß. Wie hoch ist die Decktaxe für King Harold? Und kein Familientarif, das ist ein Geschäft. Ich möchte nur eine anständige Gewinnbeteiligung. An wie viel Prozent hast du denn dabei gedacht? Den Verhandlungstrick nennt man verarschen. Ich habe ein kleines Schlafdefizit. Wem sagst du das? Also nur die marktübliche Decktaxe für King Harold. Du sollst mich runterhandeln, nicht drauf. Eine Schwiegertochter, mit der man Geschäfte machen kann, was will man mehr? Danke, Harry. Ja, danke. Was wird das hier? Grover setzt King Harold ein, um Black Baldies zu züchten. Harry, hast du es vergessen? Was denn? Du hast mir Exklusivrechte an King Harold zugesichert für unser neues Zuchtprogramm. Meine Leute bereiten schon alles vor. Ja, es tut mir leid, Claire. Ach, macht nichts. Schon gut. Ihr wart euch schon einig. Ich hatte es vergessen. Könnten wir das eventuell verschieben? Das wird nichts. Wenn er sich ausgeruht hat, werde ich ihn nochmal einsetzen. Aber vielleicht erkundigt ihr euch woanders. Macht euch keine Gedanken, Leon. Wir müssen jetzt los. Danke trotzdem. Wir hatten es schon per Handschlag besiegelt und plötzlich hatte Sandra auch ein Zuchtprogramm. Die wickelt ihn doch um den kleinen Finger, wirklich unglaublich. Dann besorgen wir woanders einen Hereford-Bullen. Mit einer gleichwertigen Abstammung gibt es keinen in der Gegend. Und wenn wir woanders Samen bestellen, wird's viel zu teuer. Sie kann ihn ja nicht unentwegt einsetzen. Den wird sie uns nie überlassen, das war's. Hey Leute, seht mal, Blumen für mich. Von wem sind die? Ich weiß nicht, eine Karte war nicht dabei, die lagen auf den Stufen vor unserem Zimmer. Ist ein bisschen unheimlich. Ich find's romantisch. Ich wette, die sind von Craig, der wird sich doch an einen Baum binden, um dir zu gefallen. Bestimmt nicht. Das ist viel zu kultiviert für Craig. Vielleicht noch Tobi von der Feuerwehr, aber der ist zu eitel, um auf sowas zu kommen. Na, vielleicht kommst du dahinter, wenn du ein paar Tränken sauber gemacht hast. Oh. Guten Morgen, Morgen, Ladies. Hey. Hast du deine Reizwäsche an? Was? Meine Mom sagte immer, zieh die beste Unterwäsche an, auch wenn du nur zum Zahnarzt gehst. Ach so. Wird Zeit, dass wir losfahren. Du solltest dich jetzt umziehen. Und sobald wir in der Klinik fertig sind, machen wir irgendwo ein romantisches Picknick am Fluss. Was ist? Weißt du, Claire war schon das letzte Mal mit uns. Es ist dir vielleicht angenehmer, wenn eine Frau dabei ist. Ich kann die Fachsprache übersetzen. Du bist Tierarzt. Im Prinzip dasselbe. Du bist doch beide mit. Du willst doch da nicht mit einer Gruppe antanzen. Das Picknick ist schon im Wagen mit deinen Lieblingssachen. Passt es dir? Es passt mir nur nicht, wenn du zu spät kommst. Nun fahrt schon endlich los. Vorsicht! Was habe ich denn gemacht? Seien Sie vorsichtig, das ist ein preisgekrönter Bulle, da muss man besonders aufpassen. Ist doch gut, noch ein paar Hosen in der Familie zu haben, was, Harry? Hey! Ich habe mit dem Besamungstechniker gesprochen. Wir könnten King Harold gleich einsetzen. Geduld gehört wohl nicht zu deinen Tugenden. Ach komm, Harry, du magst das doch. Du bist doch genauso. Wenn schon Partner, dann in allem, oder? Ich habe Claire heute früh mein Wort gegeben. Du hast mich nicht gut dastehen lassen. Tut mir leid.
Ich versuche dich heute Abend besser dastehen zu lassen, hm? Alex. Harry. Für die Bewässerungsanlage, die du uns gegeben hast, fehlt leider die Bedienungsanleitung. Die könnte im Büro liegen. Ist gut. Was habt ihr vor? Harry und ich haben vor zu züchten. Stimmt's, Harry? Scheinbar will King Harold einsetzen. Bei ihren Rindern. Oh, ist ja praktisch für dich. Glaub mir, das ist rein geschäftig, Alex. Ich zahle die volle Decktaxe. Kann ich mir denken. Harry? Dich stört es wohl nicht, dass er so mit mir spricht. Alex hatte schon immer eine große Klappe. Nein, er und Nick behandeln mich beide, als sei ich eine geldgierige Nutte. Es wird ein bisschen dauern, bis sie sich an die neue Situation gewöhnt haben. Es wird ewig dauern, wenn du sie in dem Glauben lässt, es sei nichts anderes. Tue ich ja nicht. Mach doch die Beziehung endlich offiziell. Zeig ihnen, dass ich ein Mitglied der Familie bin. Unmöglich, dich so lange warten zu lassen. Jetzt reicht's mir. Dave, nicht warte. Theresa McLeod? Ja. Kommen Sie bitte. Ich bin John Murphy. Na dann komm. Du brauchst nicht mit reinzukommen. Du musst dich doch ausziehen. Klar komme ich mit. Nein, Tess, du brauchst jemanden an deiner Seite. Dafür bin ich doch hier. Okay. Hat sie eine Chance bei dem regionalen Jungfarmer-Wettbewerb? Jedenfalls hat sie den Hangvorteil. Hey, könnte es vielleicht sein, dass es jemand ist, der mich aus der Ferne anhimmelt? Wer? Mein heimlicher Verehrer. Er macht mich neugierig, also ist es höchstwahrscheinlich jemand, den ich kenne. Schnellste Zeit bisher. Wenn du wirklich gewinnen willst, musst du dich im Wolle-Sortieren verbessern. Du kannst ja morgen noch reichlich üben. Okay. Jemand, der sich nicht zeigen will. Aber wieso? Weil er hässlich ist? Oder berühmt. Wen davon kenne ich? Schluss damit. Die Arbeit von Tess muss auch noch gleich erledigt werden. Jetzt müsste sie die Untersuchung hinter sich haben. Du hast sie doch mit, oder? Was? Die Alpaka-Socke. Zieh sie mir über den Kopf, das beruhigt. Ja, ist gut. Mhm. Ich stehe das mit dir durch, keine Angst. Also, legen Sie sich jetzt bitte hin. Und ganz nach oben rücken. Und den linken Arm bitte unter den Kopf legen. So. Ich werde ziemlich fest drücken, ja? Entspannen Sie sich. Ich gebe Ihnen jetzt gleich die örtliche Betäubung. Konzentriere dich auf mich, nicht auf die Nadel. Könntest du nicht doch noch die Socke holen? Wir kriegen das Ergebnis in ein paar Tagen, wenn wir ein bisschen Druck machen. Da wäre ich Ihnen sehr dankbar. Und wenn es Probleme geben sollte? Das besprechen wir dann. Haben Sie noch Fragen, Theresa? Nein. Dann also vielen Dank, Dr. Murphy. Danke. Ich kenne einen Typ von der Uni, der ist ein hohes Tier an der Frauenklinik. Ich frage ihn mal, was er tun kann. Können wir das Picknick ausfallen lassen? Ich will nur nach Hause. Alles okay? Sicher. Mir ist nur einfach nicht danach. Du kannst dich ja hinlegen. Dann machen wir ein Picknick im Bett. Ein paar Ameisen finde ich schon noch. Weißt du, das Gute ist, heutzutage kann man dir vor Beginn der Chemo Eizellen entnehmen. Selbst wenn du unfruchtbar würdest, wäre das halb so wild. Wir könnten trotzdem noch Kinder haben. Du willst doch Kinder und ich auch. Sie ist wirklich groß geworden. Ja. Wie heißt es so schön? Gute Weide, gute Ernte.
Also wegen heute Morgen. Wir finden sicher eine Lösung mit King Harold. Sandra sieht das wohl anders. Ach, es wird sich eine Zeit finden lassen, wo sie ihn nicht braucht. Das wäre schön. Komm doch nachher zum Mittagessen. Wir wälzen unseren Terminkalender und machen gleich einen Plan. Ich erwarte Tess aus der Stadt zurück, deswegen... Nick und Alex kommen auch. Wäre unser erstes Familienessen. Wie schön, danke. Gut. Sandra wird sich freuen. Sandra? Ja, also um eins dann. Du bedenkst, wie weit man schon ist? Mit Brustplastik? Nicht mal eine beidseitige Mastektomie wäre ein Problem, weißt du? Naja, nicht das... Man geht ja lieber auf Nummer sicher bei sowas. Ehe man riskiert, dass es wiederkommt. Ich habe von einer Frau gelesen, die hatte gleich zweimal ein Rezidiv... Dave, halt an! Was hast du denn? Hör auf, bitte! Hör auf mit Lymphknoten, Eizellentnahme, einfacher oder beidseitiger Mastektomie. Ich habe nur einen kleinen Knoten. Ich will dir doch nur helfen. Helfen? Du meinst, damit hilfst du mir? Dann sag mir, was ich tun soll. Was kann ich tun? Hör bitte auf, die ganze Zeit davon zu reden, Dave. Ich will doch nur nicht, dass dir was passiert. Aber genau so hört es sich an. Wirklich? Das war nicht meine Absicht, glaub mir. Ich will nur wieder an die Arbeit gehen und versuchen, das Ganze zu vergessen, verstehst du? Du kannst jetzt unmöglich arbeiten. Du musst dich schonen. Siehst du, du kapierst es einfach nicht. Was? Du kannst nicht nach Hause laufen. Ich will einfach nur allein sein. Ich hab doch gesagt, ich... Hallo. Was ist los? Eine Panne gehabt? Nicht direkt. Danke. Auf der Karte stand, ich soll ihn morgen nach Sonnenaufgang am Windrad treffen. Tu das, dann lässt du uns endlich mit diesen Geschichten zufrieden. Eifersüchtig? Auf einen Spinner, der dir das nicht mal persönlich sagen kann? Geh lieber nicht allein hin. Wenn er mich überfallen will, hätte er keine Visitenkarte hinterlassen. Wieso denn nicht? Manche Verbrecher wollen gefasst werden. Wenn er gefasst werden will, warum vergeudet er dann Geld für teuren Sekt? Weil er spinnt und weil was Billiges bei dir nicht zieht. Ha, ha, ha. Was ist denn so witzig? Ach, nichts. Ist es gut gelaufen? Ja, ja. Von dem geheimen Verehrer? Ach, ist doch albern. Ich rede jetzt nicht mehr davon. Ich mache mich dann an die Paddocks. Ist schon erledigt. Der Fettabscheider ist ja auch. Habe ich heute früh gemacht. Dann könnte ich ja jetzt die Luzerne pflanzen. Nick schafft das doch allein. Aber darum geht es nicht. Du hättest ruhig absagen können. Mit Tess hast du eine gute Ausrede. Das wollte ich aber nicht. Du hättest sagen können, du kannst nicht. Hab ich versucht. Aber dann sagte er, ihr Jungs habt schon zugesagt. Ach, er hat gesagt, du hast zugesagt. Dein erstes Familientreffen mit der potenziellen Stiefmutter. Hm, sag's nicht. Sonst kommt mir das Frühstück hoch. Ich könnte doch sagen, ich hatte einen Platten und wir verbringen den ganzen Tag hier. Dann wäre Nick aber schwer begeistert. Ist doch nur, um dieses Essen zu vermeiden. Nett, dass ihr auch noch kommt. Ja, tut mir leid. Claires Wagen hatte eine Panne. Hey, komm mal. Von wegen. Danke, Mann. Sandra hat alles umgeräumt, Alex. Und überall hängen Fotos mit ihr und Dad in inniger Umarmung. So, als würde sie hier wohnen. Claire, Alex, alles klar? Harry? Ich freue mich, dass ihr alle kommen konntet. Wir wollten die Familie schon ewig zum Essen einladen. Stimmt's, Harry? Ihr wisst ja, wir hatten viel um die Ohren. Es tut mir leid, dass es mit King Harold nicht klappt. Hoffentlich bist du nicht sauer deshalb. Natürlich nicht. Komm, gib sie mir mal.
Na los, kleine Mepsi, geh kuscheln. Ja, komm her, Kleines. Wer hätte das gedacht? Harry und Babys, ein Naturtalent. Ja, aber nicht beim Windelwechsel. Hab dich nur ein wenig gepiekst. Ja, aber wo du ihn gepiekst hast. Das erklärt vieles. Ah, wie witzig. Zum Totlachen. Nächstes Mal bist du schon in Übung. Und wenn wir uns ranhalten, hat Charlotte jemanden zum Spielen. Wer wird denn weinen? Komm, mein Schätzchen. Also, ich habe mit den beiden immer noch genug zu tun. Und noch mehr schaffe ich ganz bestimmt. Ich sehe mal, wo Rhonda bleibt. Ich hätte nie gedacht, dass Harry Ryan sich von einer Frau rumkommandieren lässt, besonders von einer wie Sandra. Harry ist wahrscheinlich geschmeichelt, dass er eine Frau hat, die 20 Jahre jünger ist als er. Ja, macht sich wirklich zum Narren. Du würdest dir natürlich keine 20-Jährige nehmen. Darauf antworte ich nicht. Wenn ich Nein sage, denkst du, ich lüge, sage ich, es interessiert mich. Denkst du, ich habe jemanden im Auge. Hast du das? Es geht schon los. Die sind einsame Spitze. Du weißt ja, wie es ist, allein einen Betrieb zu führen. Ja, sicher. Es ist schwer. Je mehr Harry und ich unsere Betriebe gemeinsam erweitern können, desto besser für uns beide. Inwiefern denn erweitern? Na, unsere Vereinbarung mit Cerritas zum Beispiel. Denn das hätte keiner allein gemacht. Cerritas? Entwickeln die nicht genetisch veränderte Pflanzen? Mhm. Da liegt die Zukunft. Die wollen mit uns einen Versuch mit Genpflanzen hier in der Gegend starten und sie würde Killani sehr interessieren. Und wenn es erfolgreich läuft, beziehen die uns in weitere Entwicklungen ein. Da winkt viel Geld. Ganz zu schweigen vom Prestige. Das ist für Wilgel eine Katastrophe. Lass uns erst mal darüber reden. Da gibt's nichts zu bereden. Ende. Wenn ein genmanipulierter Samen auf unser Land weht, können wir die Anerkennung als Biobetrieb vergessen. Dann schaffen wir eine Pufferzone. So wie beim Viehweg, Dad. Wie viel kostbares Land muss ich denn noch opfern? Weißt du, was passiert, wenn nur der Verdacht aufkommt, dass genmanipuliertes Futter im Spiel ist? Das kann man ja kontrollieren. Ja, 24 Stunden Kameraüberwachung. Aber wer will das? Sie muss jetzt schlafen. Ich geh lieber. Danke für die Einladung, Harry. Du verringerst die Anbaufläche von Wilgel und gefährdest die Viehverkäufe aller anderen Nachbarn. Wie viele Leute willst du noch vor den Kopf stoßen, Harry? Was kann ich dafür, wenn sie zu stur sind, um zuzuhören? Da hast du wohl umso besser zugehört, Dad. Man kann sich ja denken, warum. So, jetzt ist aber genug. Ich denke, das Essen ist beendet. Ich sag ja, sie machen gegen dich Front. Lass es bitte. Es sind beide sture und undankbare... Du hast meine Söhne nicht zu kritisieren. Und versuch nicht, uns auseinanderzubringen. Ich warne dich. Ich muss mal Pause machen. Das wollte ich vorhin schon vorschlagen, aber ich dachte, du reißt mir den Kopf ab. Wenn du jemanden kritisierst, der Rücksicht nimmt, giltst du als undankbar. Ja, aber rumsitzen und nichts tun, das versteht auch keiner. Ich kenne das nämlich. Und was sollte man tun? Man holt eine Schwester Kate Davis, meine Krankenschwester aus der Reha. Das war eine Fügung. Die hat's nicht so ernst genommen. Sie hat alles gesagt, was keiner sich zu sagen traute. Als wir uns das erste Mal begegnet sind, rief sie durch die ganze Station: Nick Ryan, willst du das Bein noch benutzen oder sollen wir es gleich verschrotten? Ich hätte sie sicher erwürgt. Oder dich angestrengt, um ihr das Gegenteil zu beweisen. Hat wohl funktioniert. Wenn du glaubst, ein paar schlechte Reha-Witze helfen dir weiter. Ich habe einige davon auf Lager. Wollen wir wieder? Aber ja. Er legt hier Champagner und Blumen hin und keiner hat ihn kommen und gehen sehen? Clever, nicht? Ist vielleicht ein Gespenst. Und was hat er denn mitgenommen, was wir noch nicht bemerkt haben? Ist es denn so schwer zu glauben, dass sich jemand tatsächlich für mich interessiert? Das müsste dann Craig sein oder Toby, denn die haben anders. Doch einen Knoten im Hirn, die doch nicht. Tess, hey. Möchtest du was trinken? Nein, vielen Dank. Ich danke euch, dass ihr meine Arbeit heute erledigt habt. Ihr auch, Becky. Ist doch klar. Gern geschehen. Da habt ihr euch schön was aufgebuckelt.
Oh, die Suppe ist etwas klumpig. Oder bilde ich mir das ein? Nichts für ungut, Mick. Das lag mir so auf der Brust. Tja, wir müssen dich nehmen, wie du bist. Auch wenn du schwach auf der Brust bist. Ich habe den ganzen Nachmittag Säcke aufgeknotet. Eigentlich ist Terry richtig patent, aber die Krawatte muss ich ihm knoten. Ich habe die losen Leinen alle miteinander verknotet. Und ich habe die Wolle für dich aufgewickelt. Schön glatt sind keine Knötchen mehr drin. Werfen wir uns alle voller Stolz in die Brust, Leute. Bitte darum, die Front überqueren zu dürfen. Habe ich dich lange genug in Ruhe gelassen? Wegen vorhin. Du hattest recht. Nur... Absolut. Ich bin dir keine Hilfe, entschuldige. Also von jetzt an erwähne ich keine Knotektomie, Mastektomie, Hirnektomie. Einfach jedwede Ektomie wird hiermit zum absoluten Tabuthema erklärt. Du hast gelächelt. Siehst du, genau das brauche ich jetzt. Deinen Humor, den ich so liebe, das hilft mir mehr als alles andere. Zwei Blondinen laufen in ein Haus. Zumindest eine hätte es sehen müssen. Das ist von deinen schlechten Witzen zweifelsfrei der Beste. Ich weiß noch Nein, bessere. Nein, das würde gar nicht zu dir passen. Ist jetzt wohl zu spät fürs Picknick. Ich will jetzt eigentlich nur eins. Okay. Nein, ich bin müde. Es war ein aufregender Tag. Gut, soll ich dann gehen? Nein. Das mit King Harold lief heute gut. Er ist doch ein guter Bulle. Du bist weggegangen. Na, du hast doch gesagt, du hättest alles im Griff. Du bist noch sauer wegen heute Mittag. Ich hatte noch nichts entschieden wegen der Genpflanzen und du überfällst die Jungs damit. Tut mir leid. Und was sollte das Gerede von Babys? Das war nur so. Ich habe dich gesehen, wie du Charlotte gehalten hast und... Ich wünsche mir ein Leben mit dir, Harry. Ist das so schlimm? Wieso sollten wir so etwas überstürzen? Lass uns doch mal abwarten. Klar. Kommst du ins Bett? Nein, geh nur schon. Ich will aber nicht allein sein. Ich bin weg, sobald mein Kopf auf dem Kissen liegt. Naja, ich wüsste mindestens 26 Mittel und Wege, um deinen Kopf vom Kissen fernzuhalten. Nur 26? Ich wünschte, du wärst hier. Ja, ich auch. Na los, gib's zu. Der Damm war eine Ausrede. Du wolltest doch nur Fußball gucken. Fußball ist erst morgen Abend, ja? Kann der Damm nicht warten? Nick muss morgen sehen. Ich muss gleich morgen früh anfangen, sonst kriegen wir ihn nie fertig. Mapsi könnte dich hier um 4 bestimmt wecken. Dann würde ich aber noch nicht aufstehen. Denkst du, ich bring dich auf Abwege, Alex Ryan? Aber das hoffe ich doch. Liegst du im Bett? Aha. Und? Was hast du an? Komisch, dass du mich das fragst. Ich habe meine blauseidenen Boxershorts an. Oh. Da sehen deine Beine sicher klasse aus. Und was hast du an? Nein, lass mich raten. Ich trage einen sehr, sehr sexy Pyjama aus Flanell. Oh, aus Flanell. Mit etwas Babyspucke auf der Schulter. Ach, was du nicht sagst, Clarice. Ich hab noch meine Stiefel an. Hast du deine Stiefel noch an? Ich liebe es, wenn du dich vulgär ausdrückst. Ich will dir keine Angst machen, bestimmt nicht. Ich weiß. Ich liebe dich so. Ich würde alles tun, um dich nicht zu verlieren.
Ich liebe dich auch. Wenn du wüsstest, wie viel du mir bedeutest. Was ich tun würde, damit dir nichts passiert. Ich weiß. Ich werde alles tun. Alles, Leanne, ich liebe dich. Hi. Jake, was machst du denn hier? Dasselbe könnte ich dich fragen. Wo ist Becky? Na toll. Ausgerechnet du steckst dahinter. Becky hat doch meine Blumen gekriegt, hä? Nein, ich. Ich dachte, ich meine, du hast sie auf die Stufen vor mein Zimmer gelegt. Mit einer Karte für Becky. Da war keine Karte. Aber ja, muss wohl weggeweht sein. Naja, dann wünsche ich dir wenigstens einen schönen Tag. Weißt du, wenn du sie zurückerobern willst, dann fängst du das falsch an. Du müsstest inzwischen wissen, dass Becky nicht käuflich ist. Wohl im Gegensatz zu mir. Ich würde dir raten, einfach mit ihr zu reden, dann erreichst du vielleicht sogar was. Hey, wie ist es gelaufen? Na, mit dem heimlichen Verehrer. Eigentlich war es deiner. Hallo, Becky. Hi. Du hast mir gefehlt. Wir waren Partner. Und das hatte ich vergessen. Den Fehler mache ich bestimmt nie wieder. Und mit einem Shampoo und einem Blumenstrauß biegt man das wieder gerade, was, Jake? Na, du nimmst meine Anrufe nicht an, du reagierst nicht auf meine Briefe. Was soll man denn sonst noch machen? Sich nackt ausziehen und in deinem Bett verstecken? Hattest du das als nächstes vor? Würde es funktionieren? Würdest du es tun? Nur wenn du mir noch eine Chance gibst. Nein, ich glaube nicht. Morgen, Terry. Ja, Tag. Herrliches Wetter. Ja. Stimmt was nicht? Naja, King Harold ist ein wenig erschöpft. Bisschen überbeansprucht am fünften Bein. Wie oft habt ihr ihn gestern abgesahmt? Weiß ich gar nicht genau. Zur Abdeckung deiner Tiere braucht ihr nur ein paar Portionen. Ja, aber dann würde er doch nicht so aussehen. Versuchst du, einen Extravorrat anzulegen? Dafür habe ich meine Zustimmung nicht gegeben. Der Besamungstechniker hat Druck gemacht. Du meinst, du hast Druck gemacht? So wie du mich unter Druck setzt. Röstest du noch die Kaffeebohnen? Bitte? Als ich aufgewacht bin, warst du nicht da. Ich dachte, du bringst mir den Kaffee ans Bett. Nach einer halben Stunde warst du immer noch nicht da. Hast du eine Ausrede? Gestern Nacht im Bett hast du mich Leanne genannt. Was? Nein, habe ich nicht. Das Letzte, was du vor dem Einschlafen gesagt hast, war: Leanne, ich liebe dich. Ich habe wahrscheinlich schon geschlafen. Hätte ich jeden Namen sagen können. Zum Beispiel, ich liebe dich, Bruce Springsteen. Hast du aber nicht. Du hast deutlich Leanne gesagt. Ist doch lächerlich. Das hat nichts zu bedeuten. Ich finde schon. Tess, Dr. Murphy ist am Telefon. Danke. Wiederhören. Okay, Sie haben veränderte Zellen gefunden. Dadurch ist eine Diagnose nicht möglich. Sie müssen eine offene Biopsie durchführen, dann sehen Sie erst, was los ist. Also können Sie im Grunde noch gar nichts sagen. Ja, genau. Wir warten es erst mal ab. Tja, so sieht's aus. Dann bis nachher. Ist doch alles in Ordnung? Klar, ich habe nur zu tun. Aber Tess, du kannst jetzt nicht einfach arbeiten. Will ich aber. Hör mal,
Rufen wir den Arzt an und besprechen deine Möglichkeiten. Ich stimme einer Biopsie zu oder nicht. Das sind meine Möglichkeiten. Begreif das doch. Die Lage hat sich verändert. Hat sie nicht. Die wissen nicht, was es ist. Geh doch nicht immer vom Schlimmsten aus. Ich mach mir Sorgen. Wir sind alle besorgt um sie. Aber denkst du wirklich, so hilft man ihr am besten? Ich kann doch nicht tatenlos zusehen, wie sie stirbt. Wer redet denn vom Sterben? Sie hat einen Knoten. Mehr ist es nicht im Moment. Sie wollte den Tatsachen ins Auge sehen. Darüber zerbrechen wir uns den Kopf, wenn es wirklich nötig ist. Und ich sage, wir müssen uns darauf vorbereiten. Es wird nicht vom Sterben geredet. Nicht davon, den Tatsachen ins Auge zu sehen und von gar nichts, was Tess in Angst versetzt. Ist das klar? Hallo. Wegen des Essens gestern. Es sollte die Familie zusammenführen, keinen Streit auslösen. So sah es aber nicht aus. Männer mögen keine starken Frauen. Klar, damit hatte ich schon immer zu kämpfen. Ich liebe starke Frauen. Aber nicht solche wie dich. Das war mal anders. Ja, jeder macht mal einen Fehler. Ich weiß, du glaubst mir nicht, aber ich habe mich wirklich in Harry verliebt. Das hat nichts damit zu tun. Ach, hör auf, Alex. Versuch ehrlich zu sein. Du würdest doch alles tun, um uns auseinanderzubringen. Ich will nur, dass ihr mich toleriert. Du kannst mir nicht verdenken, dass ich will, was ihr habt. Was denn? Familie. Dave, du hast es versprochen. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Ich will dir keine Angst machen. Ich kann doch nichts dafür, dass ich so rede. Ich will dich nicht verlieren. Gehen wir mal vom Schlimmsten aus. Sagen wir ruhig, es ist Krebs. Sagen wir, ich habe Krebs. Was würdest du davon halten, wenn ich was anderes machen würde? Ich könnte die Therapie doch ablehnen, weil der Kampf meiner Mutter mit der Chemo und den anderen ekelhaften Behandlungen unerträglich war und das will ich nicht auch. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Warum nicht? Es geht doch um mich. Es geht nicht um dich und auch nicht um Liane. Das letzte Nacht hatte keine Bedeutung. Das stimmt nicht. Hör auf, das zu sagen. Es tut mir leid, dass du sie verloren hast. Und ich weiß, du hast schreckliche Angst, mich zu verlieren. Aber je mehr Angst du hast, desto mehr habe ich das Gefühl, du bringst mich um. Tut mir leid. Du hast sie noch nicht losgelassen. Doch, habe ich nur... Dachte ich jedenfalls. Wenn ich mir Mühe gebe. Das hast du ja schon, das hast du. Ich schaff das. Ich komm damit zurecht, ich schaff das. Ich kann dir nicht helfen. Das musst du allein machen. Das erwarte ich auch nicht von dir. Du hast genug Probleme. Ja, also bis dahin sollten wir... Ich bin trotzdem für dich da. Dann ändert sich ja nichts, oder? Eigentlich sollte ich doch dir helfen. Tust du ja, du musst. Tu das jetzt für dich. Und dann wird es auch mir helfen. Bitte. Ich hab dich enttäuscht, nicht? Nein, das hast du nicht. Thank you.
Du bleibst hier, Oscar. Ob man sich richtig entschieden hat. Woher weiß man das? Man fühlt es. Hier, nimm das. Oh. Das hat Mepsi leider vollgespuckt. Stimmt. Macht nichts. Na gut. Bleibt in der Familie. Na komm, Alter. Komm. Komm schon. Was soll denn das? Gut so, Terry. Vorsichtig. Ja, mein Dicker. Komm. Was macht der hier? Ich habe eingesehen, dass wir ihn beide einsetzen können. Wo ist der Haken? Kein Haken. Obwohl, er hat am fünften Bein ein wenig Stress. Du solltest ihm ein, zwei Wochen Ruhe gönnen, bevor du ihn benutzt. Ich soll ihn in Weidepacht nehmen. Ich kann den ja wieder mitnehmen. Nein, schon gut. Und denk an sein Spezialfutter, das müsst ihr bestellen. Und Harry will sicher, dass Dave ihn komplett durchcheckt, bevor ihr ihn einsetzt. Gut. Brauchst dich nicht zu bedanken. Wir sind ja eine Familie. Mick, wir müssen was besprechen. Die Sache ist die, Mick. Ich fühle mich zu einer 20 Jahre Jüngeren hingezogen. Sie sieht natürlich traumhaft aus. Und ich schätze mal, in 20 Jahren ist sie erst recht eine Wucht. Hm. Reingelegt. Ich habe Syritas angerufen. Ich habe ihm gesagt, wir hätten kein Interesse. Ich habe mich außerdem mit Alex unterhalten, mich vergewissert, dass da alles okay ist. Und ich habe Terry gebeten, King Harold nach Drovers zu bringen. Claire versteht, dass er eine Ruhepause braucht, ehe sie ihn einsetzt. Ich bemühe mich wirklich, Harry. Warum nicht gleich so? Ich habe überstürzt gehandelt. Ich weiß, tut mir leid. Ich kann nur nichts für meine Gefühle. Ich bin's nicht gewöhnt, dass man mir was diktiert. Vielleicht ist es altmodisch, aber so bin ich nun mal. Ich liebe dich so, wie du bist. Ich war sehr lange verheiratet. Lass uns ein
einfach Zeit. Soll ich nun über Nacht bleiben oder nicht? Ist nicht Fußball? Ich bin bereit, für dich ein Opfer zu bringen. Ich sollte versuchen, Tess abzulenken. Ja. Ich dachte, Dave ist der Richtige für sie. Sollten wir uns das fragen? Was? Hält es? Ja. Ja, ich schätze, ein paar Wochen haben wir wohl noch. Gib mir einen Kuss. Entschuldige die Verspätung. Wenn das wieder vorkommt, gibt's eine Lohnkürzung. Bezahlung, das wäre mal was ganz Neues. Dann lass uns die Luzerne in die Erde kriegen. Geht's dir gut? Ja. Nein. Ja. Komm, Oskar. Dass sie nur dann ein Haar von dem Haupt des Zauberbären bekommen konnte, wenn sie allein in den Wald ging. Selbst der schlaue Fuchs erschauderte, wenn er an die Reise dachte, die ihr bevorstand. Und deshalb entzündeten ihre Freunde, die Tiere, ein großes Feuer für sie. Das brennt von nun an jede Nacht, damit du wieder zu uns zurückfindest, sagte das besorgte Pony. Wir warten auf dich, riefen sie alle. Bevor sie sich versah, hatte Clara einen kräftigen Wanderstock ergriffen. Nachdem sie ihren Proviant verstaut und ihren Freunden nochmal tapfer zugelächelt hatte, schritt sie den dunklen, moosbewachsenen Pfad entlang, der sie zu dem Zauberbären führen sollte. Give me consolation. Let me walk out of the storm. Don't wanna live in darkness. Oh, let me be transformed. Take the rain away. Take the rain away. Give me hope. Give me love. Make it sweet from above. Take the bitte hin. Und ganz nach oben rücken. Und den linken Arm bitte unter den Kopf legen. So. Ich werde ziemlich fest drücken, ja? Entspannen Sie sich. Ich gebe Ihnen jetzt gleich die örtliche Betäubung. Konzentriere dich auf mich, nicht auf die Nadel. Könntest du nicht doch noch die Socke holen? Wir kriegen das Ergebnis in ein paar Tagen, wenn wir ein bisschen Druck machen. Da wäre ich Ihnen sehr dankbar. Und wenn es Probleme geben sollte? Das besprechen wir dann. Haben Sie noch Fragen, Theresa? Nein. Dann also vielen Dank, Dr. Murphy. Danke. Ich kenne einen Typ von der Uni, der ist ein hohes Tier an der Frauenklinik. Ich frage ihn mal, was er tun kann. Können wir das Picknick ausfallen lassen? Ich will nur nach Hause. Alles okay? Sicher. Mir ist nur einfach nicht danach. Du kannst dich ja hinlegen. Dann machen wir ein Picknick im Bett. Ein paar Ameisen finde ich schon noch. Weißt du, das Gute ist, heutzutage kann man dir vor Beginn der Chemo Eizellen entnehmen.
Selbst wenn du unfruchtbar würdest, wäre das halb so wild. Wir könnten trotzdem noch Kinder haben. Du willst doch Kinder und ich auch. Sie ist wirklich groß geworden. Ja. Wie heißt es so schön? Gute Weide, gute Ernte. Also wegen heute Morgen. Wir finden sicher eine Lösung mit King Harold. Sandra sieht das wohl anders. Ach, es wird sich eine Zeit finden lassen, wo sie ihn nicht braucht. Das wäre schön. Komm doch nachher zum Mittagessen. Wir wälzen unseren Terminkalender und machen gleich einen Plan. Ich erwarte Tess aus der Stadt zurück, deswegen... Nick und Alex kommen auch. Wäre unser erstes Familienessen. Wie schön, danke. Gut. Sandra wird sich freuen. Sandra? Ja, also um eins dann. Du bedenkst, wie weit man schon ist? Mit Brustplastik? Nicht mal eine beidseitige Mastektomie wäre ein Problem, weißt du? Naja, nicht das... Man geht ja lieber auf Nummer sicher bei sowas. Ehe man riskiert, dass es wiederkommt. Ich habe von einer Frau gelesen, die hatte gleich zweimal ein Rezidiv... Dave, halt an! Was hast du denn? Hör auf, bitte! Hör auf mit Lymphknoten, Eizellentnahme, einfacher oder beidseitiger Mastektomie. Ich habe nur einen kleinen Knoten. Ich will dir doch nur helfen. Helfen? Du meinst, damit hilfst du mir? Dann sag mir, was ich tun soll. Was kann ich tun? Hör bitte auf, die ganze Zeit davon zu reden, Dave. Ich will doch nur nicht, dass dir was passiert. Aber genau so hört es sich an. Wirklich? Das war nicht meine Absicht, glaub mir. Ich will nur wieder an die Arbeit gehen und versuchen, das Ganze zu vergessen, verstehst du? Du kannst jetzt unmöglich arbeiten, du musst dich schonen. Siehst du, du kapierst es einfach nicht. Was? Du kannst nicht nach Hause laufen. Ich will einfach nur allein sein. Hallo. Was ist los? Eine Panne gehabt? Nicht direkt. Danke. Auf der Karte stand, ich soll ihn morgen nach Sonnenaufgang am Windrad treffen. Tu das, dann lässt du uns endlich mit diesen Geschichten zufrieden. Eifersüchtig? Auf einen Spinner, der dir das nicht mal persönlich sagen kann? Geh lieber nicht allein hin. Wenn er mich überfallen will, hätte er keine Visitenkarte hinterlassen. Wieso denn nicht? Manche Verbrecher wollen gefasst werden. Wenn er gefasst werden will, warum vergeudet er dann Geld für teuren Sekt? Weil er spinnt und weil was Billiges bei dir nicht zieht. Ha, ha, ha. Was ist denn so witzig? Ach, nichts. Ist es gut gelaufen? Ja, ja. Von dem geheimen Verehrer? Ach, ist doch albern. Ich rede jetzt nicht mehr davon. Ich mache mich dann an die Paddocks. Ist schon erledigt. Der Fettabscheider ist ja auch. Habe ich heute früh gemacht. Dann könnte ich ja jetzt die Luzerne pflanzen. Nick schafft das doch allein. Aber darum geht es nicht. Du hättest ruhig absagen können. Mit Tess hast du eine gute Ausrede. Das wollte ich aber nicht. Du hättest sagen können, du kannst nicht. Hab ich versucht. Aber dann sagte er, ihr Jungs habt schon zugesagt. Ach, er hat gesagt, du hast zugesagt. Dein erstes Familientreffen mit der potenziellen Stiefmutter. Oh, sag's nicht, sag's nicht. Sonst kommt mir das Frühstück hoch. Ich könnte doch sagen, ich hatte einen Platten und wir verbringen den ganzen Tag hier. Dann wäre Nick aber schwer begeistert. Ist doch nur, um dieses Essen zu vermeiden. Nett, dass ihr auch noch kommt. Ja, tut mir leid. Claires Wagen hatte eine Panne. Hey, komm mal. Von wegen. Danke, Mann. Sandra hat alles umgeräumt, Alex. Und überall hängen Fotos mit ihr und Dad in inniger Umarmung.
So, als würde sie hier wohnen. Claire, Alex, alles klar? Harry? Ich freue mich, dass ihr alle kommen konntet. Wir wollten die Familie schon ewig zum Essen einladen. Stimmt's, Harry? Ihr wisst ja, wir hatten viel um die Ohren. Es tut mir leid, dass es mit King Harold nicht klappt. Hoffentlich bist du nicht sauer deshalb. Natürlich nicht. Komm, gib sie mir mal. Na los, kleine Mepsi, geh kuscheln. Ja, komm her, Kleines. Wer hätte das gedacht? Harry und Babys. Ein Naturtalent. Ja, aber nicht beim Windelwechsel. Hab dich nur ein wenig gepiekst. Ja, aber wo du ihn gepiekst hast. Das erklärt vieles. Ah, wie witzig. Zum Totlachen. Nächstes Mal bist du schon in Übung. Und wenn wir uns ranhalten, hat Charlotte jemanden zum Spielen. Wer wird denn weinen? Komm, mein Schätzchen. Also, ich habe mit den beiden immer noch genug zu tun. Und noch mehr schaffe ich ganz bestimmt. Ich sehe mal, wo Rhonda bleibt. Ich hätte nie gedacht, dass Harry Ryan sich von einer Frau rumkommandieren lässt, besonders von einer wie Sandra. Harry ist wahrscheinlich geschmeichelt, dass er eine Frau hat, die 20 Jahre jünger ist als er. Ja, macht sich wirklich zum Narren. Du würdest dir natürlich keine 20-Jährige nehmen. Darauf antworte ich nicht. Wenn ich Nein sage, denkst du, ich lüge, sage ich, es interessiert mich. Denkst du, ich habe jemanden im Auge. Hast du das? Es geht schon los. Die sind einsame Spitze. Du weißt ja, wie es ist. Allein einen Betrieb zu führen. Ja, sicher. Es ist schwer. Je mehr Harry und ich unsere Betriebe gemeinsam erweitern können, desto besser für uns beide. Inwiefern denn erweitern? Na, unsere Vereinbarung mit Seritas zum Beispiel. Denn das hätte keiner allein gemacht. Seritas? Entwickeln die nicht genetisch veränderte Pflanzen? Mhm. Da liegt die Zukunft. Die wollen mit uns einen Versuch mit Genpflanzen hier in der Gegend starten und sie würde Killani sehr interessieren. Und wenn es erfolgreich läuft, beziehen die uns in weitere Entwicklungen ein. Da winkt viel Geld. Ganz zu schweigen vom Prestige. Das ist für Wilgel eine Katastrophe. Lass uns erst mal darüber reden. Da gibt's nichts zu bereden. Ende. Wenn ein genmanipulierter Samen auf unser Land weht, können wir die Anerkennung als Biobetrieb vergessen. Dann schaffen wir eine Pufferzone. So wie beim Viehweg, Dad. Wie viel kostbares Land muss ich denn noch opfern? Weißt du, was passiert, wenn nur der Verdacht aufkommt, dass genmanipuliertes Futter im Spiel ist? Das kann man ja kontrollieren. Ja, 24 Stunden Kameraüberwachung. Aber wer will das? Sie muss jetzt schlafen. Ich gehe lieber. Danke für die Einladung, Harry. Du verringerst die Anbaufläche von Wilgel und gefährdest die Viehverkäufe aller anderen Nachbarn. Wie viele Leute willst du noch vor den Kopf stoßen, Harry? Was kann ich dafür, wenn sie zu stur sind, um zuzuhören? Da hast du wohl umso besser zugehört, Dad. Man kann sich ja denken, warum. So, jetzt ist aber genug. Ich denke, das Essen ist beendet. Ich sag ja, sie machen gegen dich Front. Lass es bitte. Es sind beide sture und undankbare... Du hast meine Söhne nicht zu kritisieren. Und versuch nicht, uns auseinanderzubringen. Ich warne dich. Oh, entschuldige, ich muss mal Pause machen. Das wollte ich vorhin schon vorschlagen, aber ich dachte, du reißt mir den Kopf ab. Wenn du jemanden kritisierst, der Rücksicht nimmt, giltst du als undankbar. Ja, aber rumsitzen und nichts tun, das versteht auch keiner. Ich kenne das nämlich. Und was sollte man tun? Man holt eine Schwester Kate Davis, meine Krankenschwester aus der Reha. Das war eine Fügung. Die hat's nicht so ernst genommen. Sie hat alles gesagt, was keiner sich zu sagen traute. Als wir uns das erste Mal begegnet sind, rief sie durch die ganze Station: Nick Ryan, willst du das Bein noch benutzen oder sollen wir es gleich verschrotten? Ich hätte sie sicher erwürgt. Oder dich angestrengt, um ihr das Gegenteil zu beweisen. Hat wohl funktioniert. Wenn du glaubst, ein paar schlechte Reha-Witze helfen dir weiter. Ich habe einige davon auf Lager. Wollen wir wieder? Aber ja. Er legt hier Champagner und Blumen hin und keiner hat ihn kommen und gehen sehen? Clever, nicht?
Ist vielleicht ein Gespenst. Und was hat er denn mitgenommen, was wir noch nicht bemerkt haben? Ist es denn so schwer zu glauben, dass sich jemand tatsächlich für mich interessiert? Das müsste dann Craig sein oder Toby, den die haben doch einen Knoten im Hirn, die doch nicht. Tess, hey. Möchtest du was trinken? Nein, vielen Dank. Ich danke euch, dass ihr meine Arbeit heute erledigt habt. Ihr auch, Becky. Ist doch klar. Gern geschehen. Da habt ihr euch schön was aufgebuckelt. Oh, die Suppe ist etwas klumpig. Oder bilde ich mir das ein? Nichts für ungut, Mick. Das lag mir so auf der Brust. Tja, wir müssen dich nehmen, wie du bist. Auch wenn du schwach auf der Brust bist. Ich habe den ganzen Nachmittag Säcke aufgeknotet. Eigentlich ist Terry richtig patent, aber die Krawatte muss ich ihm knoten. Ich habe die losen Leinen alle miteinander verknotet. Und ich habe die Wolle für dich aufgewickelt. Schön glatt sind keine Knötchen mehr drin. Werfen wir uns alle voller Stolz in die Brust, Leute. Bitte darum, die Front überqueren zu dürfen. Habe ich dich lange genug in Ruhe gelassen? Wegen vorhin. Du hattest recht. Absolut. Ich bin dir keine Hilfe, entschuldige. Also von jetzt an erwähne ich keine Knotektomie, Mastektomie, Hirnektomie. Einfach jedwede Ektomie wird hiermit zum absoluten Tabuthema erklärt. Du hast gelächelt. Siehst du, genau das brauche ich jetzt. Deinen Humor, den ich so liebe, das hilft mir mehr als alles andere. Zwei Blondinen laufen in ein Haus. Zumindest eine hätte es sehen müssen. Das ist von deinen schlechten Witzen zweifelsfrei der beste. Ich weiß noch bessere. Nein, das würde gar nicht zu dir passen. Ist jetzt wohl zu spät fürs Picknick. Ich will jetzt eigentlich nur eins. Okay. Nein, ich bin müde. Es war ein aufregender Tag. Gut, soll ich dann gehen? Nein. Das mit King Harold lief heute gut. Er ist doch ein guter Bulle. Du bist weggegangen. Na, du hast doch gesagt, du hättest alles im Griff. Du bist noch sauer wegen heute Mittag. Ich hatte noch nichts entschieden wegen der Genpflanzen und du überfällst die Jungs damit. Tut mir leid. Und was sollte das Gerede von Babys? Das war nur so. Ich habe dich gesehen, wie du Charlotte gehalten hast und ich wünsche mir ein Leben mit dir, Harry. Ist das so schlimm? Wieso sollten wir so etwas überstürzen? Lass uns doch mal abwarten. Klar. Kommst du ins Bett? Nein, geh nur schon. Ich will aber nicht allein sein. Ich bin weg, sobald mein Kopf auf dem Kissen liegt. Naja, ich wüsste mindestens 26 Mittel und Wege, um deinen Kopf vom Kissen fernzuhalten. Nur 26? Ich wünschte, du wärst hier. Ja, ich auch. Na los, gib's zu. Der Damm war eine Ausrede. Du wolltest doch nur Fußball. Was bisher geschah? Und das zweite Mal immer noch zu jung? Leanne ist gestorben. Bei einem Autounfall auf dem Rückweg vom Einkaufen. Das tut mir leid. Alles wird gut. Sie benutzt dich bloß. Meinst du wirklich? Mann, sie will einfach nur alles. Kelani, Geld, Macht, den Status. Halt dich bitte raus, Alex. Aber im Lokal haben sie gesagt, wenn man Black Angus mit Herefords kreuzt, gibt das Black Baldies. Das ist richtig. Und Baldies bringen immer Höchstpreise. Ja, und Angus sind zurzeit billig. Dann machst du schon im ersten Jahr Gewinn. Das sollten wir uns tatsächlich überlegen. Ich recherchiere das. Mach eine Kostenberechnung, einen Geschäftsplan. Und wo kriegen wir den Hereford-Bullen her? Harry hat einen. Gut. Worauf warten wir noch? Eine gute Idee.
Der Plan hat Hand und Fuß. Wie hoch ist die Decktaxe für King Harold? Und kein Familientarif, das ist ein Geschäft. Ich möchte nur eine anständige Gewinnbeteiligung. An wie viel Prozent hast du denn dabei gedacht? Den Verhandlungstrick nennt man verarschen. Ich habe ein kleines Schlafdefizit. Wem sagst du das? Also nur die marktübliche Decktaxe für King Harold. Du sollst mich runterhandeln, nicht drauf. Eine Schwiegertochter, mit der man Geschäfte machen kann, was will man mehr? Danke, Harry. Ja, danke. Was wird das hier? Dover setzt King Harold ein, um Black Boldies zu züchten. Harry, hast du es vergessen? Was denn? Du hast mir Exklusivrechte an King Harold zugesichert für unser neues Zuchtprogramm. Meine Leute bereiten schon alles vor. Ja, es tut mir leid, Claire. Ach, macht nichts. Schon gut. Ihr wart euch schon einig. Ich hatte es vergessen. Könnten wir das eventuell verschieben? Das wird nichts. Wenn er sich ausgeruht hat, werde ich ihn nochmal einsetzen. Aber vielleicht erkundigt ihr euch woanders. Macht euch keine Gedanken, Leon. Wir müssen jetzt los. Danke trotzdem. Wir hatten es schon per Handschlag besiegelt und plötzlich hatte Sandra auch ein Zuchtprogramm. Die wickelt ihn doch um den kleinen Finger, wirklich unglaublich. Dann besorgen wir woanders einen Herefordbullen. Mit einer gleichwertigen Abstammung gibt es keinen in der Gegend. Und wenn wir woanders Samen bestellen, wird's viel zu teuer. Sie kann ihn ja nicht unentwegt einsetzen. Den wird sie uns nie überlassen, das war's. Hey Leute, seht mal, Blumen für mich. Von wem sind die? Ich weiß nicht, eine Karte war nicht dabei, die lagen auf den Stufen vor unserem Zimmer. Das ist ein bisschen unheimlich. Ich find's romantisch. Ich wette, die sind von Craig, der wird sich doch an einen Baum binden, um dir zu gefallen. Bestimmt nicht. Das ist viel zu kultiviert für Craig. Vielleicht noch Tobi von der Feuerwehr, aber der ist zu eitel, um auf sowas zu kommen. Na, vielleicht kommst du dahinter, wenn du ein paar Tränken sauber gemacht hast. Oh. Guten Morgen, morgen, Ladies. Hey. Hast du deine Reizwäsche an? Was? Meine Mom sagte immer, zieh die beste Unterwäsche an, auch wenn du nur zum Zahnarzt gehst. Ach so. Nur Zeit, dass wir losfahren. Du solltest dich jetzt umziehen. Und sobald wir in der Klinik fertig sind, machen wir irgendwo ein romantisches Picknick am Fluss. Was ist? Weißt du, Claire war schon das letzte Mal mit uns. Es ist dir vielleicht angenehmer, wenn eine Frau dabei ist. Ich kann die Fachsprache übersetzen. Du bist Tierarzt. Im Prinzip dasselbe. Ist doch beide mit. Du willst doch da nicht mit einer Gruppe antanzen. Das Picknick ist schon im Wagen mit deinen Lieblingssachen. Passt es dir? Es passt mir nur nicht, wenn du zu spät kommst. Nun fahrt schon endlich los. Vorsicht! Was habe ich denn gemacht? Seien Sie vorsichtig, das ist ein preisgekrönter Bulle, da muss man besonders aufpassen. Ist doch gut, noch ein paar Hosen in der Familie zu haben, was, Harry? Hey! Ich hab mit dem Besamungstechniker gesprochen. Hm? Wir könnten King Harold gleich einsetzen. Geduld gehört wohl nicht zu deinen Tugenden. Ach komm, Harry, du magst das doch. Du bist doch genauso. Wenn schon Partner, dann in allem, oder? Ich habe Claire heute früh mein Wort gegeben. Du hast mich nicht gut dastehen lassen. Tut mir leid. Ich versuche dich heute Abend besser dastehen zu lassen, hm? Alex. Harry. Für die Bewässerungsanlage, die du uns gegeben hast, fehlt leider die Bedienungsanleitung. Die könnte im Büro liegen. Ist gut. Was habt ihr vor? Harry und ich haben vor zu züchten. Stimmt's, Harry? Sandra will King Harold einsetzen. Bei ihren Rindern. Oh, ist ja praktisch für dich. Glaub mir, das ist rein geschäftlich, Alex. Ich zahle die volle Decktaxe. Kann ich mir denken. Harry? Dich stört es wohl nicht, dass er so mit mir spricht. Alex hatte schon immer eine große Klappe. Nein, er und Nick behandeln mich beide, als sei ich eine geldgierige Nutte. Es wird ein bisschen dauern, bis sie sich an die neue Situation gewöhnt haben. Es wird ewig dauern, wenn du sie in dem Glauben lässt, es sei nichts anderes. Tue ich ja nicht. Mach doch die Beziehung endlich offiziell. Zeig ihnen, dass ich ein Mitglied der Familie bin.
Unmöglich, dich so lange warten zu lassen. Jetzt reicht's mir. Dave, nicht warte. Theresa McLeod? Ja. Kommen Sie bitte. Ich bin John Murphy. Na dann komm. Du brauchst nicht mit reinzukommen. Du musst dich doch ausziehen. Klar komme ich mit. Nein, Tess, du brauchst jemanden an deiner Seite. Dafür bin ich doch hier. Okay. Los, Becky! Hat sie eine Chance bei dem regionalen Jungfrau-Wettbewerb? Jedenfalls hat sie den Heimvorteil. Hey, könnte es vielleicht sein, dass es jemand ist, der mich aus der Ferne anhimmelt? Wer? Mein heimlicher Verehrer. Er macht mich neugierig, also ist es höchstwahrscheinlich jemand, den ich kenne. Schnellste Zeit bisher. Wenn du wirklich gewinnen willst, musst du dich im Wolle-Sortieren verbessern. Du kannst ja morgen noch reichlich üben. Okay. Jemand, der sich nicht zeigen will. Aber wieso? Weil er hässlich ist? Oder berühmt. Wen davon kenne ich? Schluss damit. Die Arbeit von Tess muss auch noch gleich erledigt werden. Jetzt müsste sie die Untersuchung hinter sich haben. Sie doch mit, oder? Was? Die Alpaka-Socke. Zieh sie mir über den Kopf, das beruhigt. Ja, ist gut. Mhm. Ich stehe das mit dir durch, keine Angst. Also, legen Sie sich hin. Gucken. Fußball ist erst morgen Abend, ja? Kann der Damm nicht warten? Nick muss morgen sehen. Ich muss gleich morgen früh anfangen, sonst kriegen wir ihn nie fertig. Mepsi könnte dich hier um 4 bestimmt wecken. Dann würde ich aber noch nicht aufstehen. Denkst du, ich bring dich auf Abwege, Alex Ryan? Aber das hoffe ich doch. Liegst du im Bett? Aha. Und? Was hast du an? Komisch, dass du mich das fragst. Ich habe meine blauseidenen Boxershorts an. Oh. Da sehen deine Beine sicher klasse aus. Und was hast du an? Nein, lass mich raten. Ich trage einen sehr, sehr sexy Pyjama aus Flanell. Oh, aus Flanell. Mit etwas Babyspucke auf der Schulter. Ach, was du nicht sagst, Klaus. Ich habe noch meine Stiefel an. Hast du deine Stiefel noch an? Ich liebe es, wenn du dich vulgär ausdrückst. Ich will... keine Angst machen, bestimmt nicht. Ich weiß. Ich liebe dich so. Ich würde alles tun, um dich nicht zu verlieren. Ich liebe dich auch. Wenn du wüsstest, wie viel du mir bedeutest. Was ich tun würde, damit dir nichts passiert. Ich weiß. Ich würde alles tun. Alles, Leanne, ich liebe dich. Hey, wie sieht's aus? Hi. Jake, was machst du denn hier? Dasselbe könnte ich dich fragen. Wo ist Becky? Na toll. Ausgerechnet du steckst dahinter. Becky hat doch meine Blumen gekriegt, hä? Nein, ich. Ich dachte, ich meine, du hast sie auf die Stufen vor mein Zimmer gelegt. Mit einer Karte für Becky. Da war keine Karte. Aber ja, muss wohl weggeweht sein. Naja, dann wünsche ich dir wenigstens einen schönen Tag. Weißt du, wenn du sie zurückerobern willst, dann fängst du das falsch an. Du müsstest inzwischen wissen, dass Becky nicht käuflich ist. Wohl im Gegensatz zu mir. Ich würde dir raten, einfach mit ihr zu reden, dann erreichst du vielleicht sogar was.
Hey, wie ist es gelaufen? Na, mit dem heimlichen Verehrer. Eigentlich war es deiner. Hallo, Becky. Hi. Du hast mir gefehlt. Wir waren Partner. Und das hatte ich vergessen. Den Fehler mache ich bestimmt nie wieder. Und mit einem Shampoo und einem Blumenstrauß biegt man das wieder gerade, was, Jake? Na, du nimmst meine Anrufe nicht an, du reagierst nicht auf meine Briefe. Was soll man denn sonst noch machen? Sich nackt ausziehen und in deinem Bett verstecken? Hattest du das als nächstes vor? Würde es funktionieren? Würdest du es tun? Nur wenn du mir noch eine Chance gibst. Nein, ich glaube nicht. Morgen, Terry. Ja, Tag. Herrliches Wetter. Ja. Stimmt was nicht? Naja, King Harold ist ein wenig erschöpft. Bisschen überbeansprucht am fünften Bein. Wie oft habt ihr ihn gestern abgesahmt? Weiß ich gar nicht genau. Zur Abdeckung deiner Tiere braucht ihr nur ein paar Portionen. Ja, aber dann würde er doch nicht so aussehen. Versuchst du, einen Extravorrat anzulegen? Dafür habe ich meine Zustimmung nicht gegeben. Der Besamungstechniker hat Druck gemacht. Du meinst, du hast Druck gemacht? So wie du mich unter Druck setzt. Röstest du noch die Kaffeebohnen? Bitte? Als ich aufgewacht bin, warst du nicht da. Ich dachte, du bringst mir den Kaffee ans Bett. Nach einer halben Stunde warst du immer noch nicht da. Hast du eine Ausrede? Gestern Nacht im Bett hast du mich Liane genannt. Was? Nein, habe ich nicht. Das Letzte, was du vor dem Einschlafen gesagt hast, war: Liane, ich liebe dich. Ich habe wahrscheinlich schon geschlafen. Hätte ich jeden Namen sagen können. Zum Beispiel, ich liebe dich, Bruce Springsteen. Hast du aber nicht. Du hast deutlich Liane gesagt. Ist doch lächerlich. Das hat nichts zu bedeuten. Ich finde schon. Tess, Dr. Murphy ist am Telefon. Danke. Wiederhören. Okay, sie haben veränderte Zellen gefunden. Dadurch ist eine Diagnose nicht möglich. Sie müssen eine offene Biopsie durchführen, dann sehen Sie erst, was los ist. Also können Sie im Grunde noch gar nichts sagen. Ja, genau. Wir warten es erst mal ab. Tja, so sieht's aus. Dann bis nachher. Ist doch alles in Ordnung? Klar, ich habe nur zu tun. Aber Tess, du kannst jetzt nicht einfach arbeiten. Will ich aber. Hör mal. Rufen wir den Arzt an und besprechen deine Möglichkeiten. Ich stimme einer Biopsie zu oder nicht. Das sind meine Möglichkeiten. Begreif das doch. Die Lage hat sich verändert. Hat sie nicht. Die wissen nicht, was es ist. Geh doch nicht immer vom Schlimmsten aus. Ich mach mir Sorgen. Wir sind alle besorgt um sie. Aber denkst du wirklich, so hilft man ihr am besten? Ich kann doch nicht tatenlos zusehen, wie sie stirbt. Wer redet denn vom Sterben? Sie hat einen Knoten. Mehr ist es nicht im Moment. Sie wollte den Tatsachen ins Auge sehen. Darüber zerbrechen wir uns den Kopf, wenn es wirklich nötig ist. Und ich sage, wir müssen uns darauf vorbereiten. Es wird nicht vom Sterben geredet. Nicht davon, den Tatsachen ins Auge zu sehen und von gar nichts, was Tess in Angst versetzt. Ist das klar? Hallo. Wegen des Essens gestern. Es sollte die Familie zusammenführen, keinen Streit auslösen. So sah es aber nicht aus. Männer mögen keine starken Frauen. Klar, damit hatte ich schon immer zu kämpfen. Ich liebe starke Frauen. Aber nicht solche wie dich. Das war mal anders. Ja, jeder macht mal einen Fehler. Ich weiß, du glaubst mir nicht, aber ich habe mich wirklich in Harry verliebt. Das hat nichts damit zu tun. Ach, hör auf, Alex. Versuch, ehrlich zu sein. Du würdest doch alles tun, um uns auseinanderzubringen. Ich will nur, dass ihr mich toleriert. Du kannst mir nicht verdenken, dass ich will, was ihr habt. Was denn? Familie.
Dave, du hast es versprochen. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Ich will dir keine Angst machen. Ich kann doch nichts dafür, dass ich so rede. Ich will dich nicht verlieren. Gehen wir mal vom Schlimmsten aus. Sagen wir ruhig, es ist Krebs. Sagen wir, ich habe Krebs. Was würdest du davon halten, wenn ich was anderes machen würde? Ich könnte die Therapie doch ablehnen. Weil der Kampf meiner Mutter mit der Chemo und den anderen ekelhaften Behandlungen unerträglich war. Und das will ich nicht auch. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Warum nicht? Es geht doch um mich. Es geht nicht um dich und auch nicht um Liane. Das letzte Nacht hatte keine Bedeutung. Das stimmt nicht. Hör auf, das zu sagen. Es tut mir leid, dass du sie verloren hast. Und ich weiß, du hast schreckliche Angst, mich zu verlieren. Aber je mehr Angst du hast, desto mehr habe ich das Gefühl, du bringst mich um. Tut mir leid. Du hast sie noch nicht losgelassen. Doch, habe ich nur... dachte ich jedenfalls. Wenn ich mir Mühe gebe... Das hast du ja schon, das hast du. Ich schaff das. Ich komm damit zurecht, ich schaff das. Ich kann dir nicht helfen. Das musst du allein machen. Das erwarte ich auch nicht von dir. Du hast genug Probleme. Ja, also bis dahin sollten wir... Ich bin trotzdem für dich da. Dann ändert sich ja nichts, oder? Eigentlich sollte ich doch dir helfen. Tust du ja, du musst. Tu das jetzt für dich. Und dann wird es auch mir helfen. Bitte. Ich hab dich enttäuscht, nicht? Nein, das hast du nicht. Bleibst hier, Oskar. Ich habe mich von Dave getrennt.
weiß man, ob man sich richtig entschieden hat. Woher weiß man das? Man fühlt es. Sie leider vollgespuckt. Ja, stimmt. Macht nichts. Na gut. Bleibt in der Familie. Na komm, Alter. Komm. Komm schon. Was soll denn das? Gut so, Terry. Vorsichtig. Ja, mein Ding. Komm. Was macht der hier? Ich habe eingesehen, dass wir ihn beide einsetzen können. Wo ist der Haken? Kein Haken. Obwohl, er hat am fünften Bein ein wenig Stress. Du solltest ihm ein, zwei Wochen Ruhe gönnen, bevor du ihn benutzt. Ich soll ihn in beide Pacht nehmen. Ich kann den ja wieder mitnehmen. Nein, schon gut. Und denk an sein Spezialfutter, das müsst ihr bestellen. Und Harry will sicher, dass Dave ihn komplett durchcheckt, bevor ihr ihn einsetzt. Gut. Brauchst dich nicht zu bedanken. Wir sind ja eine Familie. Mick, wir müssen was besprechen. Die Sache ist die, Mick. Ich fühle mich zu einer 20 Jahre Jüngeren hingezogen.